Willkommen zurück. Als deutsche Kos wird der Zeitraum so zwischen 1460 und 1550 bezeichnet. Die Kosisten bauen dabei auf dem Wissen und den Kenntnissen mathematischen auf, die über die Klöster tradiert worden sind. Und die weitere Verbreitung ihrer Kenntnisse wird dann zunehmend auch durch den Buchdruck vorangetrieben, womit man sich auch so ein bisschen selber Konkurrenz macht, weil dieser Zunft der Rechenmeister, die entsteht durch den süddeutschen Frühkapitalismus. Und das ist eben so eine Art Meisterlehre. Und wenn man das in Büchern veröffentlicht, braucht man dann eigentlich noch die Meister? Naja, egal. Der wohl bekannteste unter ihnen ist jedenfalls Adam Ries. Und in dessen Rechenbüchern findet man sowohl das Rechnen auf den Linien, das ist eigentlich fast 1:1 diese salaminische Tafel, also ein Felderabakus, aber man findet eben auch das Rechnen mit der Feder und das ist das Rechnen mit diesen neuen indoarabischen Ziffern. Behandelt werden vor allem Sachaufgaben, Sachrechenaufgaben. Insbesondere kommt viel Dreisatz vor oder wie Sie in Österreich sagen würden, Schlussrechnung. Die Kosisten führen außerdem spezielle Symbole für die von Fibonacci übernommenen Potenzen der Unbekannten, also Radix, Zensus und Drachma ein, was die Übersicht ihrer Darstellung weiter erhöht. So wirklich symbolische Algebra mit Thermoformung darf man sich da allerdings immer noch nicht drunter vorstellen. Von Adam Ries wollen wir uns mal ein Beispiel so eines schriftlichen Rechenverfahrens anschauen, auch um das so ein bisschen abzugrenzen gegenüber Al-Khwarizmi, die Division durch eine einstellige Zahl. Muss jetzt tapfer sein, da kommt erstmal ein ganz langer Sermon. Dividieren lehrt, eine Zahl durch die andere zu teilen. Vorne musst du anfangen. Schreibe dir die Zahl auf, die du teilen willst und unter die erste Ziffer den Teiler, sofern du durch eine Ziffer teilst und du abziehen kannst. Ist aber der Teiler größer, so schreibe ihn unter die zweite Ziffer und schaue, wie oft du ihn abziehen kannst. Ebenso oft zieh ihn ab und schreibe, wie oft du ihn abgezogen hast, neben der Zahl nach einem kleinen Strich. Multipliziere mit dem Teiler und ziehe von der ganzen Zahl ab. So dann rücke mit dem Teiler unter die nächste Ziffer nach rechts und schaue, wie oft du ihn abziehen kannst. Ebenso oft zieh ihn ab und schreibe es nach der vorigen Ziffer und so fort, bis unter keiner Ziffer mehr zu rücken ist, wie hier. Da kommen diese zwei Zahlenbeispiele und jetzt geht's noch kurz weiter. Kannst du die letzte Ziffer, wie hier oben bei 6 mal 6 gleich 36 die 6, nicht abziehen, so ergänze bis 40. Und was du ergänzt, schreibe zur oberen Ziffer. So dann lösche linke Hand 40 aus, desgleichen im anderen Beispiel, sprich 6 mal 8 macht 48. Die 8 kannst du von 4 nicht abziehen, deshalb sprich 2 dazu sind 50, die 2 und 4 gib über die 8 zusammen, es werden 6. Die schreibe hin und lösche 8 und 4 aus. Desgleichen auch linke Hand die 50, rücke ein bis zur nächsten Ziffer nach rechts, schaue, wie oft du abziehen kannst und führe es durch, wie es oben steht. So erhältst du, wie viel auf einen Teil kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen das genügt hat. Ich bin dafür, wir schauen uns das nochmal Schritt für Schritt an. Das Erste, was zu tun ist, wir sollen jetzt die Zahl, durch die zu teilen ist, irgendwie da drunter schreiben. Und hier wird einmal die 6 und einmal die 8 gewählt als Zahl, durch die dividiert wird. Und weil die 6 größer als die 4 ist, rücken wir die nicht unter die 4, sondern eben unter die 0 und schauen dann gleich, wie oft das in 40 geht und auf der anderen Seite dasselbe. Wir kriegen die 8 nicht in die 5, also rücken wir das unter die 54. So, jetzt ist der nächste Schritt. Wir schauen mal, wie oft das reinpasst. Und das liegt jetzt an dem etwas blöd gewählten Zahlenbeispiel von Adam Ries. Das geht beides mal genau 6 mal herein. Jetzt müssen wir das ausrechnen. Zum Beispiel 6 mal 6 ist 36. Da bleiben 4 übrig. Und 6 mal 8 ist 48. Da bleiben von 54 6 über. So, jetzt sagt er so, dann lösche die 40 und die 54 aus. Wir machen die mal so hell. Wichtig ist jetzt, wenn wir im nächsten Schritt eben die 6 und die 8 unter die nächste Ziffer rücken, müssen wir jetzt gucken, wie oft geht zum Beispiel die 6 in die 47 herein, wie oft geht die 8 in die 63 herein. Und das liegt jetzt wieder am besonderen Zahlenbeispiel von Adam Ries, dass die Antwort in beiden Fällen 7 lautet. Jetzt müssen wir also zum Beispiel rechnen 7 mal 6 und ziehen das dann ab von der 47, weil 7 mal 6 42 ist, bleibt da 5 über und wir müssen rechnen 7 mal 8. Weil das 56 ist, von der 63 abgezogen, schreiben wir die 7 drüber. Jetzt geht das Spiel wieder weiter. Wir löschen die 3 bzw. die 7 aus und müssen schreiben jetzt wieder unter die nächste Stelle unsere 6 oder unsere 8. Und jetzt gucken wir, wie oft geht die 6 in die 53 herein, wie oft geht die 8 in die 71 herein. Das geht in beiden Fällen wieder 8 mal. Das ist jetzt wirklich nur aufgrund des Zahlenbeispiels, würde mit anderen Zahlen auch funktionieren, wenn das Ergebnis jetzt nicht 6, 7, 8 und so weiter ist. Wieder dasselbe Spiel, man rechnet 8 mal 6 ist 48, das abgezogen von 53 bleiben 5 über, 8 mal 8 ist 64, von
71 abgezogen bleiben 7 über. Und jetzt ist das auch braverweise dann so, wenn man jetzt weitergeht und schreibt das unter die nächste Ziffer wieder, dass sich das wunderbar glatt ausgeht in beiden Fällen. 9 mal 6 ist tatsächlich 54 und 9 mal 8 ist 72. Wenn man das nicht hätte, dann hätte man wieder den Fall, dass eben oben die letzte Zahl, die man über die 4 bzw. die über die 2 schreiben würde, wäre wieder ein Rest, der bleiben würde. Und dann müsste man entweder sagen, ah, es geht jetzt noch weiter mit Dezimalzahlen, ich hole mir da Nullen runter. Oder ich sage, okay, ich bin hier fertig, ich bin Ende der Volksschule, das ist Division mit Rest. Wir kommen zu einer der Sternstunden der späten Renaissance-Mathematik, der Entwicklung der Lösungsformeln für kubische Gleichungen. Zu deren Geschichte führt Brückler etwas näher aus. So, also der Bolognese Scipio Ione del Ferro entwickelt Anfang des 16. Jahrhunderts eine Methode zur Lösung der Gleichung dritten Grades ohne quadratisches Glied. Das ist die sogenannte reduzierte kubische Gleichung. Da die Mathematiker aus jener Zeit einen guten Teil ihres Einkommens aus dem Lösen mathematischer Probleme für kommerzielle Anwendungen erzielten, veröffentlichte er seine Lösungsmethode aber nie, sondern gab sie am Sterbebett an seinen Studenten Annibale dal Nave, welcher auch sein Schwiegersohn war, und an Antonio Maria Fior weiter. Letzterer, ein nur durchschnittlich begabter Rechenmeister, verblüffte mit diesem Wissen seine Kollegen, konnte sich damit ein beträchtliches Einkommen sichern. Im Jahr 1534 gab Niccolo Fontana, genannt Tartaglia, der Stotterer, aufgrund einer Verwundung als Kind in Kriegswirren hatte er einen schwer verletzten Unterkiefer, bekannt, er könnte kubische Gleichung ohne linearen Term lösen. Fior forderte ihn daher zu einem öffentlichen mathematischen Wettstreit heraus, bei welchem er Tartaglia 30 reduzierte kubische Gleichungen vorlegte. Da so richtig losgenördet, die beiden. Ja. Tartaglia, dem offenbar die Lösung der oben erwähnten reduzierten kubischen Gleichungen in der Zwischenzeit ebenfalls gelungen war, gewann den Wettstreit, indem er alle 30 Gleichungen lösen konnte, während Fior angeblich kein einziges von Tartaglias Problemen zu lösen in der Lage war. Auch der in Mailand lebende Mathematiker Girolamo Cardano hörte von Tartaglias Triumph und bat ihn, seine Lösung auch an ihn weiterzugeben, was dieser aber erst 1539 machte, unter der strikten Auflage, dass Cardano diese Lösung nie veröffentlichen dürfte. Cardano gelang nach weiterer Forschung die Rückführung einer allgemeinen kubischen Gleichung auf die reduzierte Form, was ja dann ganz praktisch ist, ne? Weil wenn man dann weiß, wie die reduzierte lösbar ist, hat man dann alles, wodurch das Problem kubischer Lösungen Gleichung gelöst war. Sein Schüler Lodovico Ferrari führte die Forschung fort und fand eine Methode zur Lösung Gleichung vierten Grades, welchen aber zu damaligen Zeit keine große Beachtung geschenkt wurde, da sie nicht in den kaufmännischen Problemen auftraten. Ferrari wurde durch seine Arbeiten trotzdem ziemlich wohlhabend, starb aber dennoch jung an einer Arsenvergiftung, welche Gerüchte halber seine Schwester veranlasst haben soll. So viel zum Gossip rund um die cardanoschen Formeln. Der Cardano hat das ja dann doch veröffentlicht in seiner Ars Magna, also so ganz dran gehalten haben die sich auch nicht. Jetzt gibt es eine modernisierte Fassung davon. Das ist jetzt nicht ganz easy, aber ich habe deswegen auch alles auf Folien geschrieben, damit ich nichts falsch mache. Und es ist sehr, ja, das ist wirklich sehr stark modernisiert. So, wir fangen mal an mit der kubischen Gleichung x hoch 3 minus 3p x minus 2q gleich 0. So, also darf man sich jetzt nicht zu viel Gedanken drüber machen, warum ausgerechnet die. Ihnen ist wahrscheinlich auch klar, dass jede Gleichung x hoch 3 minus oder plus a x minus q so ja auch hingeschrieben werden kann. Dieses 3 und 2, das ist nur clever gewählt, damit man gleich da mit den Einsetzungen gut hinkommt. Das ist jetzt aber keine Hexerei. So, jetzt kommt der Wahnsinnstrick. Ich substituiere x durch u plus v. Keine Ahnung, warum man das macht. Ja, dann rechnet man da so ein bisschen rum und dann kommt daraus u hoch 3 plus v hoch 3 plus 3 uv minus p mal u plus v minus 2q gleich 0. Wenn man jetzt u und v so wählt, dass uv mal p ist, dann entfällt genau der mittlere Term. Ja. Wenn hier uv gleich p ist, dann steht ja hier ein Nuller.
dann ist der ganze mittlere Term weg und dann bleibt da nur noch stehen, u hoch 3 plus v hoch 3 minus 2q ist gleich 0. Und was man natürlich noch hat, ist uv gleich p als zweite Bedingung, die man jetzt künstlich hereingenommen hat. Die bringt man noch auf u hoch 3 gleich v hoch 3. Und jetzt formt man das v hoch 3 noch so um, dass da steht v hoch 3 gleich p hoch 3 mal u hoch minus 3. Und das setzt man jetzt in 1 ein. Und aha, jetzt hat man eine Gleichung, die in u hoch 3 quadratisch ist. Hier steht u hoch 3 Quadrat minus 2q u hoch 3 plus p hoch 3 ist gleich 0. Das heißt, wenn ich u hoch 3 wieder durch x substituieren würde, steht da einfach eine quadratische Gleichung. Die kann man jetzt lösen. Das hat dann die Lösung u hoch 3, 1, 2 ist gleich q plus minus Wurzel aus q Quadrat minus p hoch 3 und v hoch 3, 1, 2 ist genau q minus plus Wurzel aus q Quadrat minus p hoch 3. Ja, und jetzt fügt man das einfach wieder zusammen. Man setzt das quasi ein in u plus x gleich u plus v. Muss natürlich noch die dritte Wurzel ziehen in beiden Fällen, weil da steht ja u hoch 3, 1, 2 ist gleich. Und dann hat man da die Lösung dritte Wurzel aus q plus q Quadrat minus 3 so, für die ursprüngliche Gleichung gefunden. Die ist jetzt gelöst. So, aber was ist da eigentlich wie kann man auf dieses Zeug kommen? Oder wie sind Tatalia und Cardano wahrscheinlich drauf gekommen? Da gibt es jetzt eine geometrische Erläuterung zu. Und zwar ist das quasi eine Art kubische Ergänzung. Eine kubische Ergänzung ist das. Wir haben einen Würfel außen, der soll mal u hoch 3 sein. Und es gilt wieder x ist gleich u plus v und das x ist dieser ganz winzige Würfel, der hier so unten da in dem Eckchen drin sitzt. Und jetzt schauen wir uns mal den u hoch 3 Würfel an. In diesem u hoch 3 Würfel haben wir also hier unten den x hoch 3 Würfel, da hinten haben wir den minus v hoch 3 Würfel und dann haben wir noch Würfel, die sind jeweils eigentlich minus v mal u mal x, also nicht Würfel, sondern Quader. Also hier einmal den blauen, der hier vorne liegt ein Quader. Der hat halt als eine, da ist halt sozusagen hier das u so hoch und hier das u so lang und da das v so runter und da das x so zur Seite. Das ist der blaue Quader und der grüne, der hier so unten drunter liegt und der rote auf der Seite haben das aber auch. So, somit haben wir also eigentlich da stehen x hoch 3 minus 3 uvx minus v hoch 3 minus u hoch 3 gleich 0. Warum? Weil, wenn man von diesem x hoch 3, stimmt das da jetzt? Ja doch, genau. Wenn man von x hoch 3 plus dem minus v hoch 3 Würfel plus die 3 minus uvx Quader den großen U-Würfel abzieht, dann ist nichts mehr über. Ist mit dem Vorzeichen so ein bisschen lästig, weil der Würfel da Minuskanten länger hat. Aber so kommt das hin. Also diese Figuren zusammen sind genauso viel wie der U hoch 3 Würfel. Wenn ich den abziehe, ist nichts mehr da. Und jetzt kann man durch Koeffizientenvergleich, wenn man mit der ursprünglichen Gleichung, die wir da gerade stehen hatten, x hoch 3 minus 3px minus 2q gleich 0, jetzt gucken Sie einfach in die Koeffizienten und dann fallen Ihnen genau diese zwei Gleichungen von vorher wieder vor die Füße und die werden dann gelöst. Und das ist so sozusagen die geometrische Idee, wo die Dinge daherkommen. Ja. Das war jetzt nicht ganz einfach, ich kann Sie aber beruhigen, falls Sie dieses Semester die Vorlesung besuchen, das ist sicher kein Prüfungsstoff. Jetzt kommt aber mal wieder was zum Mitmachen. Probieren Sie mal, ob Sie die beiden folgenden Aufgaben lösen können. Und selbst wenn Sie es nicht können, nach einer kurzen Pause zeige ich die Lösung hier wieder an der virtuellen Tafel. Und auf YouTube drücken Sie in Pause, auf Moodle, in dem interaktiven Video geht das alles automatisch. Sie können die Lösung tatsächlich eingeben und kontrollieren. Also, da würde ich ja wahrscheinlich einfach das y gleich x plus 100 in die untere Gleichung einsetzen. Oder wie würden Sie das machen? Also bei Aufgabe 1, wenn ich das lösen will, das kommt mir am cleversten vor, x plus 100 zum Quadrat ist gleich x Quadrat plus 400. Das scheint mir jetzt nicht so ultra schwierig zu sein. X Quadrat plus 20
plus 20x, 2, Entschuldigung, 100. So, 200x plus 10.000 ist gleich x Quadrat plus 400. Ah, das ist ja erfreulich. Also steht da einfach nur 200x ist gleich minus 9.600 geteilt durch 200x ist gleich minus 48. Ja, ist halt nicht so viel Vermögen, was der Franz damit bringt. Aber es geht sich aus. Ne? Also hier minus 48, da kommt man auf 52. Das 52 Quadrat, das habe ich irgendwann mal ausgerechnet. Also die Lösung stimmt auf jeden Fall. Die habe ich vorhin auch rausgehabt. Mal schauen, ob ich sie mitgenommen habe. Dann kann ich die Probe auch noch eben machen. 52 Quadrat ist gleich, also y ist gleich 52. 52 zum Quadrat ist gleich 2704. So, und auf der anderen Seite steht minus 48 in Klammern zum Quadrat plus 400. Das ist aber glücklicherweise tatsächlich 2304 plus 400. Passt. Aber ist auch wieder nicht gut, weil der hat auch Schulden. So, aber ist bei Cardano kein Problem. Also betrachtet der, es wird jetzt sogar noch ein bisschen wilder. Teile 10 in zwei Teile, deren Produkt 40 ist. Sie ahnen schon, was passiert. Was könnte hier schief gehen? Teile 10 in zwei Teile, deren Produkt 40 ist. Lass mal das gucken. Ja, hätte ich eh so gemacht. Also x plus y ist gleich 10. Und x mal y ist gleich 40. Ist eigentlich so eine ganz harmlose diophantische Geschichte, ne? So was Ähnliches. So, also jetzt würde ich ja wahrscheinlich auch wieder sagen, jetzt mach ich es mal anders wie vorhin, um mich ein bisschen herauszufordern. Also y ist gleich 10 minus x. Ne? Also x mal 10 minus x ist gleich 40, beziehungsweise 10x minus x Quadrat ist gleich 40, beziehungsweise x Quadrat minus 10x minus 40. Stimmt, minus 40? Plus 40, ne? Ist gleich 0. Also px1, das hat er natürlich so nicht hingeschrieben, dass man sowieso, also minus minus 10 halbe, minus 10x stimmt aber, ne? Ja, habe ich rübergebracht auf die andere Seite, passt. Okay, also minus minus 5 halbe, 10 halbe ist also plus 5, oder? Ja, plus minus Wurzel aus. 10 Viertel, na Quatsch, 5 halbe zum Quadrat, so 10 halbe zum Quadrat. 10 halbe minus Q ist minus 40. So, also steht da 5 plus minus Wurzel aus minus 15. Ja, und das lässt Cardano einfach so stehen. Aus heutiger Sicht ist das fast ein bisschen überraschend, weil sich so ab Cardano quasi parallel negative und ja imaginäre Zahlen als Lösung von Gleichungen etabliert haben. Das soll uns mal Anlass geben, uns noch etwas genauer mit dem cardanoschen Zahlbegriff und dem Zahlbegriff seiner Zeitgenossen auseinanderzusetzen. Bei Cardano selbst heißt das in der Schrift Numerorum Proprietatibus etwa so. Gegenstand der Arithmetik ist die ganze Zahl, aber per Analogiam sind es 4 Gegenstände, nämlich die ganze Zahl, die gebrochene Zahl, wie zum Beispiel 1/7, die irrationale, wie zum Beispiel Wurzel aus 7, und die benannte, wie zum Beispiel 3 Zensus, das wären 3x² in heutiger Sprache. Also für den sind Variablen oder was wir heute Variablen nennen, sind benannte Zahlen. Ist auch klar, die haben ja sowieso, also die ganzen Variablen können ja nur für Zahlen stehen. Und das wird dann einfach zu den Zahlen mit dazu gerechnet. Und deswegen kann man hier auch sagen, ist quasi die Algebra ein Teil der Arithmetik eigentlich noch. Ganze Zahlen sind diejenigen, die aus Einheiten bestehen, wobei die schon akzeptiert haben, dass die 1 auch dazu gehört. Gebrochene Zahlen sind diejenigen, die durch 2 Ziffern bezeichnet werden. Und wir sagen halt Zähler und Nenner. Irrationale Zahlen sind solche, die nicht für sich alleine als das, was sie sind, erkannt werden können.
Da kommt dann noch mehr so. Also man kann sie nicht auch. Das klingt so ein bisschen, als wären die irrationalen Zahlen Voldemort. Weil dann wird gesagt, also man kann die nicht aussprechen. Also gut, aber solche sind Wurzel aus 7 und ähnliche. Das dadurch bezeichnete ist die Zahl, die mit sich multipliziert 7 ergibt. Eine solche kann aber gar nicht gefunden werden. Also da merkt man, das ist noch so ein bisschen, ich glaube, die heißen da auch Surdi im Original, was ja so mit absurd zu tun hat. Benannte Zahl ist eine solche, die nur wegen der Ähnlichkeit Zahl genannt wird. Das, da sagt der Gericke, aus dem das rauskopiert ist, diese Übersetzung, dass er davon ausgeht, dass das halt meint, naja, die gehorchen im Wesentlichen denselben Rechengesetzen und deswegen kann man die wie Zahlen behandeln, dieses Zensus und die Radix und so. So, wo geht's dann noch weiter? Michael Stiefel, Arithmetica Integra, da sind jetzt die negativen Zahlen komplett drin mit ihren Rechenregeln und so. Die heißen da aber auch noch Numeri Absurdi, was jetzt auch nicht nur positiv belegt sein dürfte. Es ist nicht ganz klar, ob er Gleichungen mit negativen Koeffizienten betrachtet, weil die Art, wie die Gleichungen aufschreiben, da kann man das nicht so ganz klar erkennen. Und die Plus-Minus-Zeichen sind da ja auch noch nicht so wirklich etabliert. Gibt schon eine Vorstufe zu Logarithmen und gibt in ganz akzeptierter Weise irrationale Zahlen. Dann Simon Stevin ist besonders bekannt durch dieses Detinde. Also da merkt man schon, der dürfte so aus dem Gebiet Belgien-Niederlande kommen. Da ist die Dezimalbruchrechnung drin. Also das ist das Buch, was im Wesentlichen den Dezimalbrüchen in Europa zum Durchbruch verhilft gegenüber nur dem Rechnen mit gemeinen Brüchen. Und in La Arithmique gibt es dann negative Lösungen quadratischer Gleichungen und komplexe Lösungen kubischer Gleichungen. Also sind da voll akzeptiert. Damit sind wir auch am Ende dieses Teils angelangt. Bis nachher noch fröhliche Schnitzeljagen.